und G. Beatrice Eglis enthüllt offiziell einen neuen Spitznamen von Florian Silbereisen. Dass die frisch gebackene Ehefrau von Florian Silbereisen den witzigen und liebenswerten Spitznamen Queen in Eile trägt, begeistert die Fans ungemein und beeindruckt doch neuerdings einen weiteren, nicht minder humorvollen Spitznamen, den die Leute in der lieben Online-Community für den Typen kennen. Dieser Name gibt jedem, der ihn hört, das Gefühl, dass Florian Silbereisen und Beatrice Eglis vielleicht wirklich ein natürliches Paar sind, das wunderbar zueinander passt. Die Leute nennen Florian Silbereisen mit einem sehr interessanten neuen Namen König der Pantoffeln. Dieser Spitzname stammt von demselben Ereignis, bei dem der Spitzname von Beatrice Eglis zuvor auftauchte. Das Paar nahm an einer Talkshow mit dem Star teil. Als sie ankamen, wirkten beide sehr ordentlich, stilvoll und schön. Aber beim Abschied hat es der eine immer eilig, der andere ist nicht mehr derselbe wie das Original. Die Leute fragen sich, warum, weil jedes Mal, wenn ich nach der Show meiner Frau hinterherlaufe, das Publikum oft Florian Silbereisen mit einem paar bequemen Hausschuhen erscheinen sieht, niemand kann seine Schuhe erraten. Der Grund, warum sie es oft so eilig haben zu gehen, ist bekannt, weil sie viele Auftrittstermine hinter sich haben. Vor und nach der Hochzeit scheint die Arbeit der beiden noch immer unberührt und teuer zu sein wie in der Blütezeit der Vorjahre. Beide werden immer noch vom Publikum im ganzen Land gut aufgenommen und unterstützt. Der Auftritt des Paares im Backstage-Bereich der Sendung war zwar nicht ganz so ordentlich wie am Anfang, das Publikum kehrte ihm zwar nicht den Rücken zu, dafür aber verstanden und sympathisierten alle mit dem Paar. Die beiden widmen sich immer der Kunst, für das Publikum. Auch dieses Bild von Florian Silbereisen und Beatrice Eglis sieht hinreißend aus. Ein neues Image, das sich von ihrer üblichen ernsten Haltung unterscheidet, sehr freundlich. Obwohl sie müde und beschäftigt mit ihrer Gesangskarriere sind, sind Florian Silbereisen und Beatrice Eglis immer lächelnd und voller Energie und bringen positive Emotionen in jedes Publikum, das ihre Musik hört.